Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Trufarming in Schwatzingen. Oder in Schwatzingen auf Trufarming, in Trufarming auf Schwatzingen, so rum vielleicht. Na gut, die Wiese haben wir soweit fertig gemäht. Wir waren fleißig gewesen. Es ist schon wieder ein Tag später mittlerweile. Und wir haben ein bisschen Verstärkung reingekriegt, denn die zweite Wiese soll natürlich auch noch weggemädert werden. So, da werden wir noch einen schönen Schnitt machen. Ach, Harald, hast du wieder eingekriegt, ja? Ich mich wieder eingekriegt. Nachdem ich mit Julia hier... Du weißt genau, warum. Jetzt fang doch nicht hier an. Können wir jetzt einfach bitte arbeiten? Nee. Juck, kannst du bitte einfach mal Stellung Traktor, beziehen? Kannst du bitte den Traktor vom Harald nehmen? Ihr seid ein altes Ehepaar, wirklich. Ja, ey, wisst ihr, was aber weil der auch nicht aufhört. Ich will mit Till Haare hier Partnerschaft machen. Einfach mal jetzt sagen, es ist jetzt gut und jetzt wird gearbeitet, Harald. Nee, es ist überhaupt nicht gut. Es ist noch lange nicht gut, wenn du jetzt mal so eine Scheiße erzählst. Das ist sehr nett, dass du uns dein Schneidwerk gebracht hast. Der Mähwerk, dass wir das mit benutzen können. Wir tun es dann natürlich gewaschen wieder an Hofstellen. Beim Adler ist das, ne? Genau, Adlerhof. Perfekt. Gut, alles klar. Ja. Gut, Jupp, dann fahr du, wenn du willst. Mit dem Harald sein. So. Ja, ja, steig ein jetzt. Und hör auf, so eine Mädchenzähne zu machen, ey. Das ist nicht mehr normal. Ja, 31er Kollege. Oh, ey, reiß dich doch mal zusammen jetzt, ganz ehrlich. Kann man doch so ein Flänien sein? Nee, das ist einfach Aktion-Reaktion, wisst ihr? Ach, du mit deiner dummen Aktion-Reaktion-Gelaber immer. Ja, warum machst du denn totaler Blödsinn? Warum machst du denn so einen Mist auch? Was soll das? Was bringt dir das? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, du weißt genau, wie ich auf Till reagiere. Und jedes Mal sorgst du dafür, ja, dass weil du ein eifersüchtiger Spießer bist. Ja, nee, es hat überhaupt nichts damit zu tun. Es geht einfach was darum, wenn man anderen nichts gönnt oder so. So ja, genau, eifersüchtiger Spießer. Ja, gut, ich werde es mal mit Bella machen. Mal nimm gucken, die mit! Nimm die mit wegen mir! Gottes Willen, bist du auch ja, da ist so. Dann hör doch auf, immer versuchen, mich mit so einem Dicks zu locken. Das geht, das funktioniert bei mir nicht. Weil ich bin nicht das so eifersüchtig. Ich bin nicht so eine Mimimimose. Ja, Mimimimose. Das ist nämlich der Unterschied. Ja, dass du so Freundschaften scheißt, hätte ich nicht gedacht. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber ach, wenn nee, du jedes Mal hier deine Knackwurst knickst in der Mitte. Es ist so. Ah, Partnerschaft mit Hilara. Geil. Habe ich gar nicht gesagt. Ist überhaupt nicht meine Intention gewesen. Hast du doch selber gesagt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist ein kleiner Witz. Ja, es war ein kleiner Scherz. Ein kleiner Witz. Ja, so kann man es jetzt auch. Mach den Funk jetzt aus. Tschüss. Scheiße. Also wirklich. Der ist ja so anstrengend, das ist ja nicht in Worte zu fassen. Also ist dieser Mensch anstrengend. Da macht man mal einen Scherz und der flennt. Leute, schreibt es mal bitte in die Kommentare, ohne Witz. Es tut mir ja leid, dass diese Folge auch schon wieder so anfängt. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr das findet vom Harald. Ob das übertrieben ist, was er da macht, oder ob ihr ihm recht gebt. Vielleicht habe ich ja auch einfach ein bisschen überzogen, das Ganze. Kann ja auch sein. Aber wie gesagt, schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ansonsten, meine lieben Freunde, kann ich euch sagen, Dankeschön, dass ihr so fleißig geschaut habt. Ich hoffe, ihr fandet es cool, dass jeden Tag eine Folge kam, denn ich war tatsächlich die letzten 10 Tage im Urlaub. Der eine oder andere hat es vielleicht mitgekriegt, wenn er auf Instagram geschaut hat. Oder eben bei Twitch war ich mit Sicherheit auch mal live gewesen, vom Handy aus. Smartphone macht es ja möglich mittlerweile. Und... ja, der ein oder andere hat es dann bestimmt mitbekommen. Ansonsten waren wir im Urlaub gewesen, haben nochmal die Zeit mit den Kindern genossen. Das war das letzte Jahr, wo wir quasi mit den Kindern außerhalb der Ferien in den Urlaub fahren konnten. Und ja, das haben wir einfach nochmal genutzt, weil die Große wird dieses Jahr eingeschult. Wir kommen quasi, wenn ihr die Folge seht, sind wir gestern Abend wiedergekommen. Und heute Abend ist ja Livestream das erste Mal wieder Trufarming, ein nach 14 Tagen. Ich freue mich riesig auf euch. Ich freue mich wirklich riesig auf euch. Und freue mich auch sehr darauf, dass ihr einschaltet. Und ja, heute Abend geht es dann auch schon, ich glaube, 19 Uhr spätestens los. Deswegen schaut da gern vorbei, denn natürlich der Twitch-Kanal ist alles verlinkt. Und ja, wer vielleicht noch ein paar aus unserem Urlaub sehen möchte, der kann natürlich auch sehr gerne auf Instagram noch vorbeischauen. Da gab es mit Sicherheit tägliche Stories und auch ein paar Fotos. Genau. Okay. Fragen wir mal, ob er sich wieder beruhigt hat, der kleine Mann. Upsala. Jedes Mal schaltet mir das Dings hier um. Das ist ja blöd. Jo.
Jo. Ja. Sitzt du noch in dem Traktor bei der alten Nögelsense? Ja. Hat er sich ein bisschen beruhigt? Er spricht nicht mehr. Ach, okay. Super. Das ist auf jeden Fall definitiv schon mal ein Erfolgserlebnis. Und ich glaube, der hat irgendwie so ein bisschen leichte Zuckungen in den Augenbrauen. Echt? Ja. Aber das hat er doch schon öfters gehabt. Ich glaube, das ist medizinisch nicht notwendig, untersuchen zu lassen. Oh, okay, okay. Wenn nicht, rufe ich den Herrn Metzger an. Ich habe da sowieso noch meine Untersuchung offen. Jupp. Sollten wir vielleicht mal in Erwägung ziehen. Wie geht's dir, Jupp? Also noch lebe ich. Möchtest du den Traktor wechseln? Hast du Angst? Nee, ich glaube, das geht ganz gut hier. Geht ganz gut, okay. Ansonsten, haben wir eine Menge frisches Gras für unsere Heutrocknung. Das ist sehr gut, Jupp. Ja, das ist mir bewusst, dass das sehr gut ist. Ach so, ja. Okay. Ich wollte jetzt nur sagen, dass das halt toll ist. Das freue ich mich sehr. Ja, das ist vor allem für die Futterproduktion gut. Ja, weil dann brauchen wir den Herrn Metzger quasi, können wir den kein Futter bieten, weißt du, um sich wieder zu beschweren. Ach wie, was, der hat sich beschwert? Ach so, du weißt ja gar nicht, pass auf, wir müssen ein bisschen darauf achten. Der hat bei uns angemängelt, dass Futterrohstoffe, wie zum Beispiel jetzt aktuell Silage und Stroh, quasi in den Tanks gelagert werden, ohne dass die Produktion läuft. Ja. Und wir sollen bitte darauf achten, dass wir so viel einfüllen, also wir können ja produzieren so viel, wie wir wollen, aber wir sollen immer so viel einfüllen, dass wir quasi, dass die Tanks halt leer laufen, dass da nicht unnötige Sachen drin gelagert wird. Das ist nicht schön. Ja gut, wenn der mir eine prozentuale Rechnung davon aufstellt, wie viel was davon gebraucht wird, dann können wir das gerne machen. Ich mach das nicht. Naja, das Problem ist halt jetzt, das ist jetzt wahrscheinlich unsere Aufgabe, das rauszufinden, wie viel wir brauchen. Also ich würde es mal nach Futtermischwagenverhältnis vielleicht mal versuchen abzuschätzen. Da ist ja, glaube ich, Stroh 1, Heu 1, Silage 2. Oder war es Stroh 2? Bin mir nicht sicher. Frag mich was Leichteres gerade. Ich weiß es tatsächlich auch nicht 100%. Oh. Ja, hallo. Bär, hallo. Hallo Johannes, grüß dich, alles gut bei dir? Ja, und selbst? Ja, wir sind hier am Grasmähen. Oh ja, ist auch schön. Ja, ist sehr schön sogar. Der Jupp hatte mich mal oder uns beauftragt, eure Felder zu ernten. Wir würden jetzt die letzten beiden noch abmähen. Ja. Wäre cool, wenn ein Abfahrer kommen würde. Okay, ihr braucht einen Abfahrer. Kriegt man auf jeden Fall hin. Das klingt gut. Ich schicke euch jemand, ja? Alles klar, dankeschön. Alles klar, tschüssi. Achso, stopp, welche Felder? 84 und 85, aber eigentlich solltest du ja selber am besten wissen, was noch geerntet werden muss. Ja, 84, 85. Gut. Ich wollte nur wissen, ob die 84 oder 85 zuerst, aber die sind ja nebeneinander, wa? Alles klar, ne? Tschüss. Ja, mach's gut. Jupp und Harry, einer von euch beiden muss mit dem LKW hochdüsen und abfahren. Oder ich mach das und einer von euch beiden mäht hier weiter. Ja, komm, ich mach das. Jupp, würdest du hier vorne in deinen Traktor kommen? Ja, aber natürlich. So. Ah, sehr gut. Gut. Jo. Jupp, übernimmst du das restliche Mähen mit? Ich gehe abtanken, gell? Jo. Alles klar. Okay. Warte ganz kurz. Harald! Bist du immer noch mimosenhaft unterwegs? Oh, schnell weg, der fährt mich sonst über den Haufen. Glaubt, der ist wirklich nicht so gut drauf. Es rieselt leise der Sand. So, ich gehe jetzt in den Traktor. Und bald entsteht hier ein Strand. Wenn das so weitergeht. Gut, dann schnapp ich mir den LKW. So, ach, den Karl müssen wir auch noch abholen, ey. Mit dem muss ich auch noch einen Tag verbringen. Ach, Mann, ey. Als Dolmetscher für Karl, das geht doch sowas von gar nicht gut. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wie soll denn das funktionieren? Das geht gar nicht. So, na gut, lange Rede ohne Sinn. Wie immer, am Landhandel.
Wir fahren erstmal nach oben und schnappen uns. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir noch zum Abfahren überhaupt da haben. Warte mal. Emily, bist du im Funk? Ja, bin ich. Folgendes, und zwar der Fendt-Ladewagen, den ihr habt von uns. Ja. Könntet ihr den bitte, wenn wir den nicht mehr brauchen, entweder einfach unten direkt stehen lassen oder direkt zum Karl an die Spedition fahren? Alles klar. Ja, das wäre super. Na, Dankeschön. So, gut, dann können wir den nämlich gleich wieder abgeben. Jetzt geht's wieder. So, sehr schön. Ich glaube, der Server hat gespeichert. Ach ja, ist immer schön, wenn man über sich selber lachen kann, finde ich. Ist eine klasse Eigenschaft, die man haben sollte. Solltet ihr auch haben, Leute. Es ist wirklich wichtig, dass man über sich selber lachen kann, ja. Auch wenn es völlig unangebracht ist, auch wenn es total unlustig war, wenn ihr einen Witz reißt und ihr fandet ihn gut, ja, dann lacht drüber. Es ist wirklich so, auch wenn die, wenn alle stumm um euch rumstehen und nur anstanden, es ist völlig egal. Ich bin so einer, wenn ich einen Witz reiße und fand ihn gut, dann lache ich. So, fertig aus, Mickey Maus. Lass mich gar nicht vom Weg abbringen. Dam, 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 dam. Jetzt hätte ich mal Bock auf einen guten Witz. Warte mal. Jupp! Ja? Hast du einen guten Witz auf Lager für mich? Nee. Irgendeinen guten Gag? Gag? Was ist ein Gag? Ein guter Witz, ein Gag. Ein Sketch, ein Joke. Nee. Hast nicht? Nee, ich bin eine absolute unlustige Person. Das merkt man mal wieder. Ja, aber. Okay. Pass auf, ich habe eine Idee. Ich werde, der lässt richtig angucken, warte. Herr Treiber? Muss ich ihn anrufen? Ja, hallo? Hallo? Ja? Ja, Herr Treiber? Ja? Oh, grüß Sie. Lass gleich mal stehen. Haben Sie einen Witz auf Lager? Ja. Herr Treiber, haben Sie einen Witz auf Lager? Ja, hauen Sie mal einen raus, komm. Ich will mal wissen, was Ihr Humor ist. Paragraph 630a StVZO. Der war gut! Der war richtig gut! Sollte kein Witz sein, das ist ernst gemeint gerade. Also gleich muss ich auflegen, tschüss. Scheiße, was will der von mir? Ach, ich bin schon wieder mit dem Anhänger gefahren. Ich muss unbedingt diese Radkästendinger da. Ich muss unbedingt diese Radkästendinger da anbauen, ey, ohne Witz. Der macht mir sonst die Hölle heiß. Ach, der ist ja, der rennt hier tatsächlich in der. Sie sind ja sportlich. Warten Sie kurz, ich muss einparken. Ach, Mann, ey. Ich hasse solche Paragraphenfutzes, ey. Paragraphen 136. STVO 136. Paragraph. So. La 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 la. Den muss ich übrigens auch noch einpacken. Vorne. Mhm. Oh, ja, hallo. Herr Treiber, jetzt geht's ja. Jetzt machen Sie doch keinen Scheiß hier. Puh, so. Herrn Friedrichsen dazu anrufen. Meine Fresse. So, und rein damit. Ist da rein? Aber auf einen Millimeter. Ja, moin. Wer hat das ausgemessen? Das muss ja ich gewesen sein. Ist ja der Wahnsinn. Sehr gut. Super.
Rätsel, was hier nicht rauskommt. Guten Tag. Samuel. Ja, was gibt's? Es ist dokumentiert worden. Das ist in Ordnung. Ja. Der Herr Friedrichsen ist auch informiert drüber. Ach, wir haben ja noch einen Waldrat. Okay, der ist informiert, das ist stark. Ja. Finde ich klasse. Über ja. Was geht's denn? Fragen Sie nicht so. Sie haben es genau gesehen. Was? Und ich habe es Ihnen gerade schon gesagt, wie Sie gefahren sind. Mit Ihrem LKW, mit dem Auflieger, keine Schutzbleche. Vorsicht, hier wird gar... Arbeitet. Ja. Ja, ja. Darf ich so fahren? Ja, der hat der Schutzblech hinten drüber. Okay, super. Gut, ich muss leider weitermachen. Wir haben eine arschvolle Arbeit, Herr Treiber. Ja. Alles klar, ne? Muss ich jetzt meinen Führerschein abgeben? Gehen Sie mit. Gut, alles klar. Ich frage mich, wer diesen Anhänger hier hingestellt hat. Also, das ist eine absolute Katastrophe. Wer macht denn sowas? Harald, eindeutig. Oh, da ist der Spiegel jetzt auch kaputt. Der Spiegel ist ein Meter Platz, macht mir die Augen richtig auf. Oh, bei sowas, ich hasse sowas. Der Pfosten ist auch hinüber. Ach, da hängt's. Unterstand. Da glänzt, jetzt wüsste ich's. Eieiei, ist das eine Fahrerei. Ich wäre hier auch gleich... Scheiße. Ich wollte gleich den Bauhof kommen lassen zur Konstruktionsüberprüfung. Du fährst jetzt sofort diesen Anhänger da weg, Harald. Du fährst jetzt sofort den Anhänger weg. Was willst denn du? Ich hab gerade. Du fährst jetzt sofort diesen scheiß Anhänger da weg, sonst flipp ich aus. Was denn für ein Anhänger? Der hier steht, der Perion! Ja. Bleib mal da vorne, Herr Hafer, da kommst du ja durch. Ja, aber er müsste ja irgendwie rangieren, oder nicht? Mach ich doch schon. Ich muss nämlich mal hier hinter Waschen fahren. Du fährst jetzt erst diesen Anhänger da weg. Oh, so, das gibt's ja gar nicht. So, fahr durch. Oh, was macht der? Alter. Das ist ein Dreckslenkrad. So. Wo ist denn der? Wolltest du gleich den Bauch kommen lassen? Warte, was willst du denn den Bauch kommen lassen? Du kriegst ein Hausverbot hier! Geh doch! So! Jupp! Kannst du den scheiß Anhänger wegfahren, bitte? Bitte was? Könntest du bitte den Anhänger wegfahren? Den Aperion. Das hast du aber lieb gesagt. Ja, natürlich mache ich das. Das wäre super von dir, dankeschön. Das eine Mähwerk ist dem Herrn Driver. Das ist tatsächlich... Ja, das ist das, was Harry... Ja, genau. Ja. Mahlzeit, Friedrichsen. Grüß dich, Peter. Herr Manus. Was? Ich möchte Sie noch mal ganz kurz Ihre Position bewusst machen. Ich habe hier schon eine Liste vorliegen über Vergehen und als stellvertretende Bürgermeister... Ich habe so eine Klette am Arsch. Ich werde ihn nicht los, der hängt mir am Po. Kennen okay, Sie diese Dinger, Sie wie heißen diese Dinger, die auf den Wiesen sind? Sind doch Kletten, oder? Ja, ja, diese, ja. Ja, ja, die haben die ganze Hose voll. Okay, sind sie durch Sträucher gekrochen? Ja, oder? Ist eine und dieselbe Person. Die ganze Hose voll, eine und dieselbe Person ist es. Okay. Mhm. Dann sollten Sie sich vielleicht rechtskonform verhalten, dann wird sich diese Klette vielleicht auch lösen. Danke für den Tipp. Danke, gerne. Tschüss. Tschüss. So, meine Freunde, wir sind aber erstmal fertig. Ich habe vorhin ein bisschen Mist erzählt. Wenn ihr die Folge hier seht, ist ja noch gar nicht Freitag. Es ist Donnerstag. Aber trotzdem komme ich wahrscheinlich jetzt gerade aus dem Urlaub wieder, meine Lieben. Und morgen früh kommt natürlich noch eine Folge. Und am Freitagabend ab 19 Uhr spätestens bin ich online. So rum war es gewesen. Genau, in diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Lasst das Däumchen da, schaut bei Fritze vorbei. Bis dahin, tschüss und ciao.